Pfosten im Osten. Schmittis EM-Meinung. Ja, hallo liebe Zuschauer, die erste Turnierwoche bei der Europameisterschaft 2012 ist jetzt zu Ende und deswegen wird es Zeit, mal ein Fazit zu ziehen und das überlasse ich doch mal unseren Promis. Servus, hier ist der Silbereisen-Flori. Und die Polen haben im ersten Spiel gegen die Griechen nur 1:1 gespielt. Aber danach war in Polen trotzdem eine Riesenparty. Und so große Partys in Polen gibt's sonst eigentlich nur, wenn irgendwo ein neues Autohaus aufmacht. Na gut, das ist Italien. 1:1 gegen Spanien, aber du musst ja bei den kriminellen Italienern ja schon froh sein, wenn da keiner mit Handschellen spielen musste. Und es ist ja schon so viele Kriminelle wie bei Italien, das gibt's ja sonst eigentlich nur im Freundeskreis vom Lukas Podolski. Ja, also, ich hab ja die griechische Mannschaft gesehen beim 1:1 gegen Polen. Und ich muss ja schon sagen, bevor die griechische Fußballmannschaft die Europameisterschaft gewinnt, gewinnt die griechische Regierung den Nobelpreis für Wirtschaft. So, das war's für heute und wir freuen uns bei der Europameisterschaft 2012 auf einen zweiten spannenden Spieltag. Pfosten im Osten. Schmittis EM-Meinung.